Hallöchen und guten Mittag zusammen. Es ist jetzt kurz nach 12. Wir fahren jetzt nach Bad Rodach, laden das Leergut abladen, fahren nach Böblingen, machen Feierabend. Also kurzer Tag heute, meine Lieben. Wisst ihr erstmal kurz Bescheid? Hier ist nichts mehr los, alle schon weg. Ich bin so der Letzte, nee, einer steht noch da. Ein Schichtauto steht noch da, alle anderen sind schon weg. Also meine Lieben, dann zwicken wir erstmal auf, gelle? So meine Guten, jetzt wollen wir mal Ja, bewegt sich alles. Es bewegt sich alles. Wir fahren natürlich gleich wieder über die Landstraße auf der Autobahn. Ganz schön mutig, mein Lieber. Ha! Das wird heute ein kurzer Tag, sage ich euch. Ich denke, spätestens um 9 Uhr, also 21 Uhr, ist schon wieder Feierabend. Allerspätestens. Kommt drauf an, wie das jetzt klappt mit dem Fahren und wie das jetzt klappt in Bad Rodach. Aber ich würde mal sagen, allerspätestens 21 Uhr ist wieder Feierabend. Ja. Haben wir heute mal einen schönen Tag. Bloß abladen, laden und dann ab die Post. Na, alle Autos da von der Rettungswache? Nee, einer ist unterwegs. Einer ist unterwegs. Einer fährt schon draußen rum. Einer fährt schon draußen rum. Die Polizei fährt auch schon rum, ei, ei, ei. Ja, meine Guten, so ist das. Thank you.
da los Stau. Ist schön. Brauche ich. Genau das brauche ich. Na gut, dass wir jetzt hier lang gefahren sind. Da haben wir nicht ganz so viel Stau. Da bleiben uns ein paar Meter vom Stau erspart. Naja, ist halt so. Kann man jetzt auch nicht ändern. Wir machen dann eh gleich wieder runter auf die 173. Unten. Könnte man auch durch Hof fahren, um den Stau zu umgehen, aber die Frage ist, ob sich das lohnt. Wohl eher nicht, denke ich mir mal. Da denke ich mir mal eher nicht. Naja, wir haben ja heute keinen Stress. Heute ist kein Stress. Das ist eine schöne Anfangszeit, ne? Mittags um 12. Ja. Wer weiß, was da wieder los ist. Nee, durch Hof durchbringt auch keine Punkte großartig. Seht, der hat mich reingelassen. Ach, hier ist eine Fahrbahneinengung. Ja, aber wir haben jetzt dadurch, wir auf der Landstraße gefahren sind, ein ganzes Stück von dem Stau uns gespart, ne? Natürlich wollte sie mich wieder über die A9 runterschicken und dann irgendwo von der A70 querfeldein. Ich frage mich, wieso die nicht gleich sagt, hier B105 und B173 und du bist noch bei Rot gefahren, mein Freund. B173 und dann B303 rüber. Nee, da muss irgend so ein Umweg gefahren werden und dann irgendwelche kleinen Kasperstraßen. Ich habe das letzte Mal ausprobiert, das war ja übelst. Durch die ganzen Dörfer durch. Ja, also da hat sie ja wieder Spitzenleistungen vollbracht hier, die Dame. Ich wollte halt mal wissen, wie sie mit mir fährt, ne? So, und dann machen wir nämlich gleich noch mal ein Päuschen in Bad Rodach. Dann können wir nämlich durchziehen.
einmal durch Selbitz durch. Und dann geht es vorne wieder auf die 173 drauf. Imbiss Auszeit war da. Aber wir brauchen ja keinen Imbiss. Wir haben ja heute jede Menge Essen dabei. Obstsalat, Kirschen, Fisch, Geschnetzeltes, Nudeln. Also wir haben ausreichend zu essen dabei. Geht es weiter? Nee, noch nicht. Das ist aber heute hier mit der Ampel. Ist das eine Baustelle oder was? Baustelle. Eine Staustelle. Eine Baustelle. Eine Staustelle. Auch lange grün von unten hoch. Ne? Mal ein bisschen rütteln an euch. Jetzt geht's bei uns weiter. Ach, hier so eine Behelfsampel. Der Schülerlotse steht da unten. Ist wahrscheinlich hier eine Schule in der Nähe. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier schön durchkommen. Ja, Mädel, du stehst auch ziemlich weit in der Mitte, ne? Ziemlich weit in der Mitte. Man stellt sich an so einer Ampel nicht so in die Mitte. Mich denn jetzt lang schicken? Auch da lang. Jetzt hier gefälligst wieder umkehren und zurückfahren. Hier an der Ecke. An der Ecke soll ich hier wieder zurückfahren. Ach Mädel.
Du kommst auf Ideen. Also Moment, bist du mir nicht sehr hilfreich. So, jetzt haben wir noch 18 Minuten bis zum Ziel. Das heißt, wir sind kurz nach 3 da. Liegen wir sehr gut im Rennen. Wenn wir Glück haben, sind wir 16:30 wieder raus. Könnten wir spätestens 8:30 unten sein. Muss es aber alles am Schnürchen laufen, ne? Da muss alles wie am Schnürchen laufen. Aber ich denke mal, vielleicht haben wir ja Glück und es läuft wie am Schnürchen. Heute ist Montag, da ist noch alles offen. Nee, es ist ja nicht so, dass uns jetzt irgendwie, wenn wir 5 rauskommen, ist auch noch okay. Sind wir 9 unten. Und wenn wir 10 unten sind, ist auch noch okay. Wir brauchen erst 8 morgen wieder uns anmelden. Läuft uns ja nichts weg heute. Solche Tage sind eben schön, ne? Wo du sagst, okay, ist halt so. Besser als Tage, wo du ständig Stress hast und deiner Zeit hinterher hechelst. Die sind beschissener, solche Tage, wo du ständig deiner Zeit hinterher rennst. Nee, wir können es heute ganz entspannt sehen. Meine Disponentin hat Urlaub, ich habe einen Vertretungsdisponenten. Mal gucken, wie es mit dem funktioniert. Leergutnummer brauche ich noch für morgen. Weil morgen müssen wir Leergut unten auf dem Leergutplatz laden in Sindelfingen. So, meine Guten. Dann wollen wir doch mal schauen, wie lange es jetzt dauert. Lassen wir uns mal überraschen. Laden müsste eigentlich schnell gehen und das Laden, denke ich, hoffe ich ja auch mal. War nicht viel los heute hier, schau an. Brücken stehen auch nicht viele da. Aber ein Elflieger, 2 Elflieger stehen da. So, meine Guten. Jetzt gehe ich mich erstmal anmelden. Und dann schauen wir mal.
Also bis dann. Das ging ja rucki zucki wieder heute. Ich konnte gleich an der Rampe ranfahren. Unten zum Abladen. Dann bin ich gleich hochgefahren. Das hat auch wunderbar geklappt. Also kann man nicht meckern heute. So, jetzt fahren wir nach Böblingen. Post. Wann sind wir unten? 9 Uhr rum, ne, wie ich gesagt habe. 9 Uhr rum sind wir unten. Naja, ist doch mal schön wieder über die Dörfer, ne? Nee, es geht eigentlich auch. Es sind schöne breite Straßen, kann man nicht meckern. Große LKWs kommen einem auch entgegen. Also kommt man auch durch. Große LKWs kommen einem entgegen, also kommt man auch durch. Aber wir fahren anders als hoch zu. Komisch, aber wird schon passen. Hier renovieren sie das Kirchle. In Bad Rodach haben sie mir gesagt, dass Mercedes in Bremen nur noch bis Mittwoch arbeitet und dann machen sie Betriebsurlaub bis Ende August. Da bin ich ja gespannt. Ich weiß gar nicht, wann Sindelfingen dann Betriebsurlaub macht. Aber das kriege ich auch noch raus. Das kriege ich auch noch raus. Brauche ich ja bloß mal fragen morgen.
was das für ein riesen Parkplatz ist hier. Da kann man schön übernachten. Gut zu wissen. Na, wart ihr schon mal in Hofheim? Jetzt seid ihr's. Wir sind in Hofheim. Durch die Umleitungen der lernt man Straßen kennen, die man sonst gar nicht kennt. Können wir nicht weiter geradeaus? Hier ist 2,80 Meter. Das kriegen wir nur einmal hin. 2,80 Meter kriegen wir nur einmal hin. Auf der Hofheimer Ringstraße sind wir jetzt. Also Nordring, Südring, Ostring, Westring. Wir streifen Hofheim an der Tangente. Mit der Ente an der Tangente. Schrauben, Mutter und Beilagscheiben gibt es hier. Jetzt müssen wir erst mal gucken, ob wir einen Parkplatz finden. Wenn nicht, wie gesagt, müssen wir runterfahren ins Gewerbegebiet. Die Brücke ist ja schon wieder einseitig offen, nee, ist beidseitig offen, bloß halt rübergezogen. Hier stehen sie schon wieder überall. Überall stehen sie schon wieder. Ja, wir könnten aber uns halt hier davor stellen, wo sich die anderen auch immer hinstellen. Aber wir können uns auch dorthin stellen. Unten auf der Gerade. Das wäre ein Plan. Hier quetsche ich mich jetzt nirgends rein. So, hier steht schon ein Dufenbeck. Mach mal dein Türle zu, Kollege. So, und wisst ihr, was wir da machen? Bleiben wir gleich hier stehen. Ein bisschen ran, noch ein bisschen zurück. So, meine Lieben, es ist kurz nach neun.
Wenn wir gut sind, haben wir die Chance auf 11 Stunden Pause morgen. Ich gehe kurz vor 8 hin, mich anmelden. Und ich denke mal, bin ich kurz nach 8 wieder hier. Also das wird schon klappen mit 11 Stunden Pause. Ich bin ja sowieso schon immer ein bisschen eher auf. Also kann man auch schon schön gemütlich davor laufen zum Anmelden. Ja, hier haben wir noch einen halbwegs gescheiten Platz gefunden. Da vorne in die Parklücken wären wir eh nicht reingekommen, weil da, wenn da hier auf der Längsseite welche stehen, kommst du dann nicht so rum. Ohne andere in Mitleidenschaft zu ziehen. Und das habe ich nicht vor. Also, ihr seht, wir stehen hier gut. Direkt an der Laterne. Schön hier hinter am Bordstein, wo der Müll liegt. Könntest du den Tag nehmen, aber naja. Also über die Wiese möchte ich nicht latschen, weil da sind garantiert Tretminen drin. Also meine Lieben, dann wünsche ich euch eine stau- und knitterfreie Fahrt, einen schönen Abend. Quatsch, stau- und knitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Das ist die Wärme. Es sind 29 Grad um 21 Uhr. Also dann, schönen Abend, gutes Nächtle. Morgen früh, kurz nach 8, geht es hier wieder los. Wisst ihr Bescheid, gell? Bis morgen.